Mit dem ETF können Anlegerinnen und Anleger kostengünstig und breit diversifiziert in verschiedene Anlageklassen investieren. In der Schweiz gibt es über 1000 ETF. Darum ist es wichtig, dass man bei der Suche strategisch vorgeht. Der wichtigste Faktor für den langfristigen Anlageerfolg ist allerdings die passende Anlagestrategie, also die Aufteilung der Investition auf die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien und Obligationen. Dabei ist es aber ganz wichtig, dass die Anlagestrategie mit der persönlichen Risikofähigkeit und Bereitschaft übereinstimmt. Zudem müssen Anlegerinnen und Anleger sich bewusst sein, dass eine ETF-Anlage die Wertschwankungen vom Index vollumfänglich mitmacht. Steigt oder fällt also ein Index, wird auch der Kurs vom ETF steigen oder fallen. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von passenden ETF sind auch die Renditechancen und Schwankungsrisiken vom hinterlegten Index. Dabei hat ein Aktienindex höhere Renditechancen als ein Obligationenindex, allerdings auch ein höheres Schwankungsrisiko. Generell eignet sich die Investition in ETF vor allem für Anlegerinnen und Anleger, die mit einer Transaktion kostengünstig und breit diversifiziert im Markt investieren möchten. Zusätzlich haben ETF, genauso wie die klassischen Anlagefonds, keine vertragliche Laufzeit. Dadurch können Anlegerinnen und Anleger ihre ETF jederzeit verkaufen. Suchen Sie noch mehr Informationen zu ETFs. Wir vom VZ Vermögenszentrum unterstützen Sie gern. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin auf einer von unseren Niederlassungen in Ihrer Nähe. Oder abonnieren Sie den VZ YouTube-Kanal, damit Sie jederzeit auf dem neuesten Stand sind.